Hallöchen, meine Freunde der Nacht und herzlich willkommen hier zurück zu Prison Architect. Und wir bauen alles neu. So. Zumindest in meiner kleinen Welt. Was haben wir gesagt? Was können wir bauen? 1, 2, 3. 4. Aus. Das sind ja 1, 2, 3, 6, 12, sind 4. Gut. Ich glaube, wir machen es aber mal so. Da sind die Häftlinge. Nein, machen wir nicht. Da sind die Häftlinge vielleicht nicht glücklicher, aber wir machen es so. 1, 2, 3. 2, 3, 4. Zack. Das raus, das raus, das raus. 1, 2, 3, 4. Bupp. 1, 2, 3, 4. Plopp. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, blub. 1, 2, 3, 4, blub. So, Moment. Zack und zack. Das gleiche Spiel. Einmal hier. 1, 2, 3, ne? Ja, passt. Ihren Luxus kriegen unsere Gefangenen schon. Und zwar durch so Sachen wie Radios. Ich glaube, also wir werden denn hieraus etwas luxuriösere Zellen machen. So, einmal nach oben gehen wir nicht, weil das ist mit Absicht so. Dann können wir Raum laden. Muss 4x4 groß sein. Gut. Planen wir ihn mal ein. Einen Laden. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 5. Das ist ja doof. Weil das ist ja 4x4, ne? Ja. Das sieht ja kacke aus. Gut. Habt da Pech gehabt. Hier kommt kein Laden rein. Dafür Post Office 5x5. Oh Gott. 4x4. Das sind 3, ne? Ja, sollte auch so 3 sein. Was wir aber machen werden, ist, Moment. Die Tür kurz abreißen. Und hier in die Mitte verlegen. Aber ich würde sagen, so machen wir es jetzt, ne? Also. So gefällt es mir zumindest. Du kannst übrigens eingeschaltet werden. Es ändert sich ja nichts daran. Die Leitungen laufen ja trotzdem. Zwar ist hier durch eine Zelle durch, vermute ich jetzt mal. Ja, leider. Gottes. Das muss ich ändern. Ich will nicht das Kabel durch eine Zelle selbst durchlaufen. Deswegen werden wir das hier noch einmal abreißen. Tut die komplett hin. Und dann sollte es eigentlich klappen. So. Mit Umwegen haben wir es denn geschafft. Das Ding ist erstmal scheißegal. So, unsere Häftlinge sind glücklich. Wir sind noch immer nicht voll ausgestattet, weil noch Häftlinge fehlen. Essen kriegen wir erledigt. Wir haben bald die 100% erreicht. Da kriegen wir nochmal 15.000 oben drauf. Können wir unsere Zelle weiter ausbauen. So. Der neue Gemeinschaftsraum ist übrigens das hier unten. Das ist die gesamte Fläche. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe. Die gesamte Fläche hier unten soll der Gemeinschaftsraum werden. Und deswegen Objekt Doppelzelle. Zack. Wände. Noch könnt ihr da lang laufen. Nicht mehr lange. Es wird sich bald ändern. Zuschüsse, Cashflow. Yes. Cashflow nur von 49. Echt? Finanzen. Unternehmenssteuer. Bäh. Steuererleichterung. Was hängt damit?
Kostet was arsch viel Geld, glaube ich, im Videos, ne? Glück gehabt. Doch nicht so teuer wie gedacht oder wie gerade befürchtet. Jetzt kommen wir zu den Wänden. Betonwände, Innenwände, also. Wir müssen ja langsam mal das Ding von innen ausstatten. So, das wären Einzelzellen. Zack, zack. Das kriegen wir auf jeden Fall schon mal hin. Ja, okay, läuft ja kein Kabel lang, das ist ja kein Problem. Weil diese komischen Kreuzungen, die Viererkreuzungen, das ist nicht ganz so das Wahre. Da kriegen wir Probleme, wenn wir da Kabel lang laufen lassen oder sowas. Da spinnen die regelmäßig. So, mal gucken. Häftlinge, Mahlzeiten, passt. Alle Häftlinge haben was zu fressen. Das ist sehr gut. Das heißt, sie sind auch alle glücklich in dem Sinne. Unser letzter Gefangener kommt. Wir haben schon wieder eine Entlassung gehabt. Stimmt, der kommt jetzt deswegen jetzt neuer. Und hier ist die nächste Bewährungsanhörung. Wo ist denn der Häftling dafür? Ach, da ist er. Da kommt er ja. Wie hoch sind denn deine Aussichten? Werde ich, dass du meine Quote kaputt machst. Buchfälschung, ach Gottchen. Was hat er dann gemacht? Hat das Tagebücher geschrieben? Ah ne, hat er schon gespiegelt. 12 Tage erst bei uns. Okay. Hier, fehlgeschlagen, na toll. Du machst meine Quote kaputt. Moment, wir schauen ihn uns nochmal an. Was hat der denn für eine Rückfallquote gehabt? Von 22%, ja, sorry. 22% Rückfallquote, das tut mir leid. Das ist jetzt so hübsch. So, wollen wir mal kurz schauen. Zack. Bauen wir die nächsten Wände auf. Erstmal so. Weil hier spinnen sie ja auch manchmal rum, habe ich mal festgestellt. Mit den Wänden. Deswegen warten wir mal, bis das Grundgerüst hier fertig gebaut ist. Boah, knappe 3000 gekostet. Meine Idee ist ja, also okay, das hier unten wird auf jeden Fall noch irgendwie abgegrenzt. Ich weiß noch nicht wie. Und wo? Vielleicht bauen wir doch hier unten einen Zaun einfach rein. Hier so. Und lassen sie dann irgendwann hier oben raus. Das wäre eine Möglichkeit, weil dann können sie auch in der Wäscherei arbeiten. Dann können wir da oben eine Werkstatt reinsetzen. Das wäre eigentlich die Idee. Den Hof lassen wir. Wir knacken einfach den Hof auf. Genau, wir knacken hier auf. Dann können sie hier rumwuseln. Bis hier. Alles südlich davon geht ihnen den Scheißdreck an. Und später ändern wir es so um, dass denn der Block nochmal hier gespiegelt wird. Und dann kommt hier Verwaltungsgedingse. Einmal rein. Wir müssen bloß den Psychologen nochmal umändern. Es sei denn, wir machen es so, dass. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Dass wir sagen. Wir machen keine Verhaltenstherapie. Für die Gefangenen, weil dann wäre es egal. Hätte da die Tür da reingesetzt, dann kann ich auch da wieder zumachen. Dann machen wir es nämlich so. Zack. Ziehen hier einen Zaun rein. Die Enkel bescheuert, direkt einen Bauten und Mauer ziehen könnte ich voll Horst. Zack, fertig ist. Aus die Laube. Weil dann können die schon umziehen hier rein. Das kriegen wir hin. Jetzt muss bloß der Cashflow stimmen. Also, dass Kohle reinkommt.
Steuervergünstigung. Ah, die brauchen wir ewig. Wir stoppen die mal kurz. Hunde und Patrouillen haben wir. Machen wir. Wir müssen ja auch bewaffnete Wachen da reinmachen, ne? Waffenkammer. Kostet mich aber so viel Geld. Besserungsprogramme für die Häftlinge. Ja, die kosten auch Geld. Ja gut. Lassen wir es dabei. Hoffen, dass wir Steuervergünstigungen kriegen. Ein bisschen Kohle ist über den Export reingekommen. Und dann würde ich eiskalt sagen, wir rüsten die jetzt aus. Wenn das Geld da ist. Cashflow von 58. Aktuell hält uns echt nur das Bäume hacken über Wasser. Dann tun wir das doch ein bisschen weitermachen. Das Bäume hacken, dass wir hier noch ein bisschen Kohle dafür reinkriegen. Und natürlich die Entlassungen. Wir können natürlich sagen, dass wir die Entlassungen hochdrehen, also die Bedingungen für eine Entlassung. Das Problem ist nur, wenn wir das machen und einer von unseren Gefangenen wird rückfällig, ist das natürlich schlecht für uns, weil die dürfen nicht rückfällig werden. Denn jeder rückfällige Gefangene ist negativ für unser Gefängnis. Weil es dann heißt, ja, es soll ja eigentlich eine Besserungsanstalt sein. Die Bürger sollen ja als normale, unbescholtene Bürger wieder zurückkehren ins System. Aber wenn wir Leute entlassen mit, ich sag mal, 20 oder 25% Rückfallwahrscheinlichkeit, also halt ein Viertel, dann ist das natürlich blöd. Weil wenn die rückfällig wären, dann sagt dann irgendwann der Staat, ja Leute, ne? Papp mal auf, was ihr hier für Leute loslasst auf die Menschheit. Das ist nicht so das Gelbe vom Ei. Würden die uns dann wahrscheinlich sagen. Kemal könnte natürlich wahrscheinlich auch sagen, hier, lass den Scheiß, mach das hier kleiner. Aber das bringt uns ja Geld ein. Abreißen. Hier, die, da brauchen wir auch keine Bäume, die könnt ihr auch schon mal abreißen. Ein bisschen Geld, ein Baum reicht. Palmen sind eh hässlich. Dann die auch weg. Dann reißen wir hier erstmal die Bäume noch ein bisschen ab. Unsere Arbeiter haben was zu tun. Wir können natürlich auch ein paar Arbeiter entlassen. Das ist natürlich nicht das Ding. Wie viele haben wir? Wie viele Arbeiter haben wir eigentlich? Personal. 1, 2, 3, 4, 8, da oben steht's. Wir haben zwei Köche, ne? Vier Köche. Wir entlassen mal. Was bist du denn? Ein Hausmeister und ein Gärtner. Wir entlassen mal einen Hausmeister. Du bist müde. Okay, du bist auch am Arbeiten. Entlassen wir einen davon. Oder zwei davon. Ja, ich sag mal, wir entlassen zwei davon. Kriegen vielleicht ein bisschen mehr Kohle rein. Pro Tag und können dadurch unseren Knast weiter ausbauen. Doch, doch, doch. Klingt gut. Die reißen hier weiter die Bäumchen ab. Ist ja auch deren Aufgabe. Da kriegen wir noch ein bisschen Geld rein. Ansonsten, das haben wir, glaube ich, alles beauftragt. Das sollten sie eigentlich auch noch weitermachen, aber die haben ja gerade was anderes zu tun. Sechs sind erschöpft, einer ruht sich aus. Warum? Ihr habt doch, ihr könnt doch. Kann natürlich durchaus sein, dass das Wärter sind, weil die können sich nur ausruhen, wenn einer im Gegenzug die Arbeit übernimmt. Ich habe noch immer nicht verstanden, warum hier nur eine einzige Bewährung stattfindet. Wir machen es mal so. Raum weg. Zack, und dafür können wir dich entlassen. Sparen wir auch wieder Geld. Das Ding lassen wir einfach stehen. Vielleicht machen wir ja. Achso, ich soll vielleicht. Personal, Logistik. Nein, Personal. Hier braucht keiner mehr rein. Erhöht natürlich auch ein bisschen den. Unser Konto. Zelle durchsuchen. Mir wurde gesagt, da ist halt irgendwas faul. Aha.
Zelle durchsuchen. Haha. Da kommt Doppelsets, Doppelsets. Da ist alles in Ordnung. Wuselt hier noch irgendwo wer rum, der nicht rumwuseln darf? Aha, also dann wollen die nicht zwangsweise irgendwo sich rausbuddeln, sondern haben die generell irgendwie Kacke am Stecken. Das ist natürlich interessant. Das muss ich mir merken. Insassen, die durch die Gegend latschen, nachts, wenn sie schlafen, bauen Bockmist. Dann ist ja in Ordnung. So, okay, 32er Cashflow nur. Unsere nächste Entlassung steht an. Du hast eine Rückfallwahrscheinlichkeit von 2%. Du darfst auf jeden Fall gehen. Wir kriegen wieder 3000 Euronen. Ich gehe davon aus, dass du entlassen wirst. Los, sag es. Sag es, Slater. Los. Los, Slater. Sag es. Sag, Yippidu, ich darf raus. Yippidu, ich darf raus. Hätte er sowieso gedurft. Nach einem Jahr. Anscheinend. Yay! Nochmal Geld! Natürlich ist denn der Cashflow ein bisschen geringer, aber wir kriegen jetzt zwei neue Insassen. Dann gibt es ja nochmal 300 oben drauf. So, 10.000 haben wir. Jetzt muss bloß noch die Mauer hier fertig gebaut werden. Aktuell sind sie noch mit Bäume abreißen beschäftigt. Da sind keine Bäume mehr, da sind keine Bäume mehr. Auch nicht mehr? Gut. Dann werden sie jetzt wohl als nächstes hier anfangen, Wände zu bauen. Dachte ich, ja. Ist auf jeden Fall noch an. Dass sie Wände bauen sollen. Geld sollte auch da sein. So. Ich glaube, ich werde es dann so machen. Hier Hof auf, hier Wände rein. Und dann reißen wir alles ab, was hier steht. Komplett. Nee. Doch, doch, doch. Also wir müssen das Fundament abreißen. Wir müssen ja die Wand können wir ja nicht stehen lassen. Glaube ich. Wir werden es sehen. Wir werden das gleich auf jeden Fall nochmal machen. Und ich hoffe, das klappt. Hier werden wir dann später Überwachungskameras reinsetzen. Und generell ein bisschen mehr mit Kameras arbeiten. So rum solltest du eigentlich. Mach da mal bitte einen zweiten hin. Hier kann ich keinen hinsetzen. Machen wir aber noch. So, darum kümmern wir uns noch, dass da ein zweiter reinkommt. Zack. Dann können wir hier eigentlich auch diese Absperrtore ja mal hinsetzen. Wenn ich denn herausgefunden habe, wo diese komischen Dinger sind. So, 11 Stunden noch, da kriegen wir Steuererleichterung. Ich bin gespannt. Aber da brauchen wir Cashflow von 10.000 und mehr, ne? Stand da, glaube ich. Ich befürchte, das war rausgeschmissenes Geld. Das befürchte ich. So, haben wir? Haben wir. Sehr schön. Dann Wände. Zack und zack. Das kriegen wir hin. Dann können wir hier schon mal die Duschen. Abfluss. Zack, zack, zack. Duschköppe. Falsch rum. Wisst ihr was? Könnt gemütlich nebeneinander duschen, könnt ohne kuscheln. So, so, so. Da noch einen hin und da noch einen hin, das ist genug. Hat hier fast jeder Insasse seine eigene Dusche. Ist ja dann schwer zu viel des Guten. So, dalle. Dann können hier noch Wände gebaut werden. Dann müssen wir hier noch die Türen reinsetzen. Die kosten aber, ich glaube, richtig viel Asche, ne? 200 pro Tür. Macht bei 20 Zellen 4000. Haben wir. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ne? 2 mal 2 sind 4.
2 mal 200 sind 400, mal 10, weil es ja 20 sind. Ja. Das Schöne ist, die Türen gehen ja erstmal automatisch auf. So. Planungstool verschwindet sowieso. Ich glaube, Tür gilt als Objekt. Und wenn nicht, ist das erstmal Wumpe. So. Genau, bringt erstmal das ganze Holz auch weg. Das bringt ja auch schon wieder ein bisschen Asche. Dann hätten wir das nämlich auch. 6000er Cashflow, das gefällt mir. Beziehungsweise, doch, Cashflow ist 6000. Habt ihr nichts gelernt, Jungs? Wenn ihr während der Schlafenszeit rumrennt, seid ihr verdächtig. Ja, guck mal. Oh, kommt ihr schon wieder in den Knast? Oh, das tut mir aber nicht leid. Seid ihr schon wieder in Einzelhaft? Ja, wenn ihr Scheiße baut, dann ist dem halt so, ne? Guck mal doch mal, wie fühlen sie sich denn, mein netter Herr? Och, guck mal. Das wird nix. Er fühlt sich unterdrückt. Oh, da könnte man... Ja, pff. Weißt du was? Kannst mich mal am Tüffel tuten, kannst du mir. Wie geht's dir? Fühlt sich auch unterdrückt? Oh. Tut mir fast leid. Nicht. Bau weniger Scheiße, dann wirst du weniger unterdrückt. Ganz einfach. Bau gar keine Scheiße, wirst du nicht unterdrückt. So simpel ist das hier im Gefängnis. Weniger Bock missbauen heißt gleich weniger Stress. Zwei neue Häftlinge. Und die Zeit ist schon wieder rum. Voll die Zeit vergessen. So, sag mal, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns nächste Woche zurück bei Prison Architect. Dann werden wir wahrscheinlich diesen Zellenblock es schaffen, komplett einzuweihen. Ja, hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wie immer, wir haben Cashflow von 1. Und wie immer, wenn Fragen, Wünsche, Anträge, Tipps, solange wie es nicht ist, wie du bist blöd, mach das, sondern nette Tipps, dann viel Spaß dabei. Schreibt es hier in die Kommentare. Und bis denne. Ciao.